Spiegel da. Also im Moment ist bei mir alles echt lit, so vom Zustand her. Das ist geil. Okay. Wir brauchen Stöcker für den Steinsammler. Mal gucken, ob meine Axt ist gleich kaputt. Kann man die reparieren eigentlich oder muss man die einfach immer kaputt gehen lassen? Oh, die Axt ist jetzt eigentlich nicht so das Ding, ne? Ich glaube, die kann man nicht reparieren. Kann man sich nicht mit der Haut irgendwie eine Rüstung oder so bauen? Das wäre geil. Man kann sich Rüstung bauen, ja? Die Frage ist halt wie, ne? Aus Stöckern und Blättern oder so kann man sich wohl welche bauen. So einfache Rüstung. Und dann kann man sich auch später noch aus Knochenrüstung bauen. Das weiß ich auch noch. Aus Knochen eine Rüstung bauen? Mhm. Kann man die Crafting-Rezepte nirgendwo sehen hier? Rüstungen? Mit Knochen. Was brauche ich für eine Rüstung mit Knochen? Weiß ich nicht. Das ist nice. Digga, das ist ja ultra sick mit dem Bauen und alles. Das ist ja wirklich Tour in the Wild. Das ist halt wirklich nice, ja. Das ist richtig geil. Ich finde das gerade richtig nice wieder. Kannst du den Baum nicht fällen. Bruder, danke schön für 7 Monate. Liebe geht raus. Sag nicht, die Maus spinnt. Bitte nicht. Meine Axt ist gerade kaputt gegangen. So, herstellen. Nein, es geht wieder los. Ich muss mir kurz meine Ersatzmaus holen. Meine Maus spinnt wieder. Nein. So, und jetzt haben wir hier einen Stockhalter. Guck, wir haben jetzt einen Stockhalter, wir haben einen kleinen Stockhalter und wir haben einen kleinen Steinesammler. Das haben wir jetzt, habe ich jetzt schon mal alles hier hingebaut. Hier, Honig. Beruhigend, reich an Kohlenhydraten. Sehr nice. Dann haben wir, es fängt wieder an. Alter. Diese Maus. Warum hab ich dieses Problem immer, wenn ich solche Survival-Games spiele? Ich versteh's nicht. Lehmziegelstein. Lehmkohleofen. Lehmschmiede. Guck mal, Leute. Wie krass, was sie hier alles bauen können. Ich raste aus. Was denn? Jedes Mal, wenn ich ein Survival-Game zocke, dann ist hier der Theater mit der Maus. Was war das jetzt? 3 Knochen und ein Seil und ein Bananenblatt oder was? Mhm. Chat hat es die ganze Zeit geschrieben vorhin. 2x Seil noch. Ja. Wenn Kevin gleich wiederkommt, der rastet aus. Ich bin da. Siehst du das? Warte mal. Was ich hier baue? Oh nein, der hat's. Was hat er gemacht? Warte mal. Oh, stimmt, wir haben eine Falle gebaut. Ne? Mal gucken, ob da was drin ist. Eine Riesenkröte. Ja, wieso? Ich von denen. Faser. So, okay. Du willst also, dass wir jetzt hier so ein richtig dickes Haus bauen, oder wie?
Nein, 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 nein. Guck mal, weißt du, was das hier links ist? Das ist eine Lehmdusche. Eine Lehmdusche? Du kannst dich drunter waschen, wenn du dreckig bist. Aber wollen wir das alles so bauen hier oder wollen wir nicht ein richtiges... Keine Ahnung, ich habe das einfach nur mal dahingestellt. Wir müssen es ja nicht machen. So ein richtiges Lager bauen, würde ich. Das ist eine Lehmschmiede. Okay. Und das ist halt ein Lehmziegelstein, ein Lehmkohleofen. Und da können wir dann wahrscheinlich unsere Eisenwerkzeuge drin machen. Wie gesagt, die Frage ist halt, ob wir das alles hier bauen wollen, ne? Also ich würde sagen, weil wir hier noch nicht so viele Tiere treffen und so, und wir noch recht am Anfang sind, dass wir versuchen sollten, eher wenn wir jetzt im guten Zustand sind gerade, schlafen gehen und am nächsten Tag gucken wir, dass wir erstmal hier weitermachen, oder nicht? Die Story weitermachen? Ja, genau. Ja, bin ich dabei, können wir machen. Können wir so machen. Dann skippen wir jetzt hier nach. Bei mir ist halt das Problem, ich habe halt Fette, ne? Wir sind bei mir richtig schrecklich, also... Ja, die sind bei mir auch schlecht, aber das Fleisch, das, was ich aufgehangen habe, das sollte jetzt gleich, wenn wir beide pennen... Sollte das dann fast fertig sein, schon beim Trocknen. Oh, das ganze Tapirfleisch siehst. Ja, okay, komm, dann lass schlafen. Also hier schreibt auch jemand, wir werden mehrere Lager bauen müssen, weil das Game sehr krass skaliert. Okay. Aber nice ist ja schon mal, was wir alles machen können, ne? Ja. Oh, ist immer noch nicht fertig, Kevin. Nee, das braucht richtig lange zum Trocknen. Ich weiß nicht, ob ich hier eins runternehmen kann und es dann auf den Dings, also das, was zum Beispiel... Dann nimm die, so, die unten liegen, hier links, da, ja, die genau, sind, liegen am wenigsten drauf bis jetzt. Ich nehme mal zwei runter und schmeiß die mal hier aufs Feuer, ja? So, für die Lehmmischgrube brauchen wir jetzt verdorben. Nur noch... Das ist verdorben. Das ist verdorben? Dadurch, dass ich es jetzt eingesammelt habe, ist es verdorben, ja. Ja, weil das die Zeit abgelaufen ist, wir müssen das trocknen lassen, aber du hast direkt zwei genommen, ne? Ärgerlich. Das ist sehr, sehr ärgerlich jetzt. Ich hab's da jetzt hingelegt, aber es bringt halt nichts, ne? Chat, hat eigentlich Trimax irgendwas gesagt, als er die Dings gesehen hat? Ich hab zweimal Maden jetzt. Räuchergestell geht schneller. Ja gut, das ist jetzt halt einfach das Trockengestell, was hier rumgestanden haben hat. Haben wir schon, ne? Das Räuchergestell? Weiß ich gar nicht. Ich sehe aber gerade, wir können Knochenrüstung bauen, ne? Bananenblatt, Seil und Knochen. Was war das für ein Geräusch? Ah, Leute, hier schreibt jemand einen sehr guten Tipp. Jemand schreibt hier, euer Trockengestell ist nicht überdacht. Und durch den Regen dauert das viel, viel länger gerade. Ah, das ergibt Sinn. Okay, das ist natürlich krass, ne? Ich finde das saugeil, dass das alles so logisch greift. Aufeinander aufbaut. Ja. Schon sehr, sehr nice. Machst du gerade diese Lehmsammelstelle? Ja, ja. Ja, weil wenn die sagen, dass das so heavy wird später, dann sollten wir auch alles vorbereiten. Ja. Keine Steine. Überall Stöcker rum und so. Holzscheit. Langer Stock. Also in der Falle war übrigens gerade eine Kröte gefangen, ne? Also die hat schon funktioniert. Sehr geil. Den Vorstehen habe ich gerade rausgenommen. Aber meine Fette sind richtig niedrig. Ich würde halt tatsächlich ganz gerne nochmal einmal... Warte hier. Mal, wo sind wir? Hier kannst du dein Fett mit wieder... Was ist das? Kokosnuss habe ich hier gedroppt. Wo ist die?
Hä? Hier. Da liegt sie. Die kann ich jetzt, Tust du trinken und dann tust du die essen. Danach. Also sammeln und dann essen. Hä, aber sind das Fette? Ja, ja, Kokosnussfleisch gibt doch Fett. Tust sie sammeln und dann isst du die Hälften. Nice. Ja, geil. Bin ich jetzt wenigstens ein bisschen weiter, jetzt stimmt. Ich guck mal ganz kurz, jetzt ist unser Trockengestell, wird natürlich jetzt wieder nass, ne, weil es wieder regnet. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Aber gut, wir machen da jetzt kein Dach drüber, würde ich sagen, oder? Ich würde ein Dach drüber bauen. Okay, dann machen wir jetzt ein Dach drüber. Ich habe jetzt die Lehmdings fertiggestellt, dann können wir das Dach als nächstes bauen. Weitergehen. Bitte? Ich habe gedacht, du wolltest weitergehen jetzt. Ja, die Leute meinten, wir sollten mehrere Lager bauen, weil das skaliert sehr heftig. Und dann kann man zum vorherigen immer zurück, im Falle des Falls. Dann machen wir das so. Dann brauchen wir 4 Holzscheite jetzt. Lagerfeuerasche, hast du sowas? Kann man aus Kohle, glaube ich, herstellen. Warum? Weil wir brauchen das hier für den Lehm. Warte kurz. Schon nochmal Holzscheitel. Sammeln. Ja, habe ich. Okay, wie hast du das hergestellt? Aus Kohle. Okay. Auf Kohle, die liegt ja, wenn das Feuer ausgebrannt ist, liegt da Lagerfeuerasche und Kohle drin. Und die Kohle kannst du sammeln und dann kriegst du da wieder Lagerfeuerasche raus. Es gibt eine bessere Axt, die einfach zu craften ist, gerne sagen. Hier ist ein Feuerbrett. Das Feuerbrett kann man da reinlegen und guck mal, wie viel das bringt. Bam. Alter, was? Mhm. Ich tu noch Stöcker rein hier, so. Schon voll. Ja, unser Lagerfeuer müssen wir immer halten. Ich weiß halt nur nicht, ich glaube, also wir müssen halt gucken, dass wir auch immer ein bisschen Kohle und so bekommen. Das heißt, ich weiß nicht, ob das dafür ausbrennen muss, weißt du? Also, es gibt eine bessere Axt. Stock, Seil. Ah, ich habe keine Steine. Steine sind im Steinsammler. Neben dem Holzsammler. Auf der linken Seite. Ach, nice. Kannst direkt wegnehmen. So. Tatsächlich, du kannst mit 2 Steinen, einem Stock und einem Seil eine noch bessere Axt herstellen. Okay. Die ist noch stabiler. Okay. Brauchst aber du jetzt noch die Dings hier von dem Baum? Okay. Scheitel. Nee, Scheitel brauchen wir nicht mehr. Den Unterstand habe ich jetzt soweit fertig. Jetzt müssen wir das Dach drauf bauen. Oh ne, ich brauche noch ein Seil. Zu Seil? Ja, warte. Ich muss da rein dann. Ja, eine Obsidian-Axt hatte Kevin vorhin tatsächlich sogar schon gemacht gehabt und dann sind wir angegriffen worden, beide weg. Wir hatten alles in Obsidian gefühlt. Und dann kamen die und sind voll ausgerastet. Ja, die waren echt pisst. Nur weil wir ihren Bruder getötet haben. Hier oben rein muss es. Ja, ich tue den Lehmmischer gerade hier benutzen. Ich misch das noch schnell durch. Noch einen langen Stock. Hast du noch einen langen Stock? Ja, die liegen da hinten. Wo? Hier also hier soll erstmal ein Seil dran noch. Genau, da muss ein Seil dran. Genau, und jetzt können wir hier ein Dach drauf bauen. Jetzt die Frage, was für ein Dach? Was haben wir hier in der Nähe? Haben wir Palmen oder Bananen viele hier? Bananen. Und Bananendach drauf. Da. Guck mal, was ich gebaut habe. Nice. Der Bienenstock. Erforderliche Gegenstände: Bienenkönigin.
Wie sollen wir denn jetzt eine Bienenkönigin da reinsetzen? Lol. Okay, nice. Da müssen wir jetzt ein Lagerfeuer reinsetzen. Ja? Mhm. Okay, mach ich. Einfach so, soll ich das da reinbauen? Ja. Ist das richtig so? Wirklich? Ja. Fertig. Brauchen wir Glut? Aber ich muss doch noch eine Schale hier oben drauf tun oder so, ne? Nein, ist falsch, sagen die Leute. Nein. Da muss doch einfach nur ein Lagerfeuer reingebaut werden, oder nicht? Ist das nicht zum Schmelzen von Metall? Einfach Holz hätte reingemusst. Hä, aber du hast doch, das Lagerfeuer hat doch connected mit dem Punkt, oder nee, nicht? Hat's nicht. Oh, nö. Kann man das abreißen wieder? Nö. Ich glaub nicht. Zwar einmal anzünden. Aber dann halt kein Holz mehr drauflegen. Dann brennt das einmal durch, dann haben wir Kohle. Feeds Batman. Ich hab gedacht, das hat connected mit dem Dings, weißt du? Ärgerlich. Da gehört nur Holz rein. Ach, Mist. Ärgerlich. Dass ich jetzt auch alle Materialien hatte, um das eben schnell fertig zu bauen. Sammeln. Ich mach nochmal einmal Lehm. Oh Gott. Dann muss da Wasser rein. Können wir? Was ist das jetzt hier für so ein Ding? Was kann man da drunter sammeln? Stock. So, jetzt. Oh je, es fängt jetzt wieder an zu regnen. Wir sollten das Dach ganz schnell fertig bauen. Ich mache ein Palmblätterdach, ja? Aber ich habe das schon, genau, Bananen. Links. Bananen, genau. Die sind auf der anderen Seite, auf der Insel da. Hier haben wir auch direkt Bananen bei uns. So. Wasch mich mal schnell. Hol dir eine Einschutzfackel und zünde das Feuer damit an. Ach, das geht auch? Ich muss gleich schlafen. So. Fertig. Ich muss jetzt aber schlafen, Kevin. Ja. Bei mir ist, ich bin energietechnisch komplett unten. Geht nichts mehr. Ich leg mich auch schlafen. Nice. Obwohl, ja, warte mal, lass lieber, weil sonst ist 18 Uhr, weißt du? Gleich wegen Nacht. Dann lass uns vorher aufstehen. Aufwachen. Ja. Ja, passt doch. 15 Uhr, wir haben noch volle Energie jetzt. Dann können wir nochmal richtig Gas geben. Ich leg grad nochmal Holz hier drauf. Hey, das Feuer ist ausgegangen, ne? Welches? Hier. Wegen dem Regen? Ich kann den Lehmmischer wieder benutzen. Hä, wegen dem Regen? Ist es wegen dem Regen ausgegangen? Wahrscheinlich. Das heißt, wir müssen hier auch ein Dach drüber bauen, oder was? Ja, oder wir müssen das versuchen irgendwie abzureißen. Hast du es kaputt? Nee. Ich hab auf den Lehm, auf den anderen Dings da drauf gehauen, hab ich
Möchte ich jetzt ungerne machen. Mira, ja, mir ist klar, aber ich habe gedacht, dass das hier, weil das hier drin steht, geht das Feuer nicht aus. Oder irgendwas am Körper. Wahrscheinlich wieder irgendwelche Blutegel oder so. Ich auch. Wegen der Klappe aus Lehm, die da vor muss. Okay, ich verstehe. Und das ist jetzt... Ich glaube, hier können wir Eisen schmelzen. Ja, ich packe jetzt mal... Ich habe gar keine Stöcke. Ich tue die immer alle rein hier. Wir können jetzt Gussform bauen, Metallgegenstände schmieden. Erhalte ein Eisenstück, indem du in der Schmiede Eisenerz oder leere Dosen einschmilzt. Sammle Lehmziegelsteine, um eine Form zu erhalten. Kombiniere sie mit dem geschmolzenen Eisen und deiner Waffe, um eine Gussform zu erhalten. Backe in der Schmiede eine Gussform. Ey, das Eisen habe ich gar nicht mehr, ne? Das ist ja weg. Okay, boah, das war noch ein bisschen tricky, das weiß ich noch. Das Eisen ist weg? Ja, weil die Drecks-Typen da, als sie uns angegriffen haben, die haben ja das alles abgenommen. Ärgerlich. Passiert, ist egal. Kann man jetzt nicht ändern. Ah, ich hab's gefunden! Was denn? Eisenerz 1. Nice. Hast du das, was du verloren hast? Ja. Geil. Ist gut. Ey, ich bin immer noch dreckig. Ach so, bestimmt wegen dem Lehm. Tronic, dankeschön. Für einen geschenkten Sub. Chat, hatte jetzt Trimax das gesehen, was wir da gemacht haben? Hat das irgendwer mitbekommen? Hat er überhaupt den Raum gesehen? Spiel gespeichert. Muss ich auch machen, ne? Nee, ich kann nur speichern und verlassen machen. Ich habe am Feld gespeichert. Ich weiß nicht, ob das okay. Für uns beide gleich gilt. Kann auch Fische angeln, ne? Ja, müssen wir eine Angel bauen bestimmt, ne? Mhm. Da eine Fackel, Stock und Seil. Ich habe keine Stöcke und keine Seile mehr. Läuft gut. Läuft sehr, sehr gut. Ich guck mal, ob ich noch ein paar Nüsse direkt unterwegs finde. Oh, hier ist eine Kokosnuss, das ist schon mal gut. Oh, oh, Kevin, komm zum Lager, schnell. Werden wir angegriffen? Ja, hier sind so Typen wieder. Ich hab keine Ahnung, ob du... Digga, das kann doch nicht sein. Ich bin in der Höhle, baue Eisen ab. Jedes Mal, wenn ich in der Höhle am Eisen bin... Warte, bleib mal da. Bleib mal da. Ich hab alles unter Kontrolle. Wir sind noch im Wald. Die haben mit mir geredet. Warte, ich antworte mal. Vielleicht verstehen die mich. Ich hab gesagt, wir sind nur Freunde. Ich komm trotzdem jetzt zurück. Ich hab keinen Bock, dass sie uns wieder das ganze Lager zerlegen. Alarm! Wo sind die? Die sind da hinten im Wald. Ich weiß nicht, ob die näher kommen oder ob die nur ein bisschen looky-looky gemacht haben, kann ich dir nicht sagen.
Wollen wir schlafen einfach? Um 18.36 Uhr. Es ist halt dunkel, ne? Ich hab keinen Bock, dass sie uns hier im Schlaf gleich... Ne, wir können nur schlafen, wenn keine Monster in der Nähe sind, Kevin. So, hier kann ich jetzt einschmelzen oder was in dem Dings? Wie kann ich denn da drinnen Feuer machen? Da müssen wir so eine Form noch machen. Drück mal N. Und dann auf der linken Seite hast du ja diese Hand mit dem Stock in der Hand, ne? Ja. Da musst du nach ganz rechts gehen. Also nach ganz hinten und da steht Metallgegenstände schmieden. Da steht das erklärt. Ah, lol. Also das heißt, wir können... Also wir müssen erstmal ein Eisen einschmelzen in dem Ding. Dann kriegen wir ein Eisenstück, ne? Ja. So. Sammle Lehmziegelsteine, um eine Form zu erhalten. Kombiniere sie mit dem geschmolzenen Eisen und deiner Waffe, um eine Gussform zu erhalten. Das heißt, wir müssen den Lehmziegelstein mit dem geschmolzenen Eisen und der Waffe kombinieren, weil dann macht die ja so einen Abdruck in das Lehm und dann, ja. Genau, und daraus machen wir dann eine Gussform, die dann zum Beispiel immer die, wie so eine Steinspitze herstellt, weißt du? Ja. Lass mal schlafen. Wir haben 3.33 Uhr. Ist nicht optimal, aber... Wir können übrigens diesen Lehmziegel hier rausnehmen, das weiß ich noch. Und können den einfach hier droppen und können dann neuen Lehm produzieren währenddessen. Damit wir die Fläche nicht ungenutzt haben, weißt du? Hier, das Fleisch ist fertig, ne? Ich hab nur keine Lagerfeuerasche mehr, Kevin. Das ist gut mit dem Fleisch. Ich muss dringend irgendwie... Oh, ich hab einen Parasiten. Kevin. Ja? Ich hab einen Parasiten wegen dem Fleisch. Echt? Mhm. Ja, dann musst du einfach einen Dings nehmen hier, so einen blauen Pilz, ne? Echt? Ja, es gibt auch noch andere Pilze und so. Die Pilze helfen generell, haben die Leute gesagt. Gegen Parasiten. Es gibt da irgendwie so... Ich weiß gar nicht, vorhin hatte jemand was gesagt von so einem... Ich glaube, die hier sind das. Die so einen Schirm haben, der nach oben geht. Was war das jetzt? Ess den Pilz jetzt, den blauen. Ja, ist weg. Nice. Ja, geil, hat geklappt mit den Pilzen. Perfekt. Ich habe ein Parasit, weil ich mit dreckigen Händen etwas gegessen habe. Ach, krass. Also, es ging nicht um das Fleisch an sich, sondern es ging nur darum, weil ich dreckige Hände hatte. Krass. Unser Feuer ist wieder ausgebrannt. Das ist gut, das ist gut. Wir brauchen die Kohle. Und da oben am Baum sind zwei Kokosnüsse. Kannst du die runterholen? Ja. Aber erstmal. Oh, warte mal, ich kann die, glaube ich, selber runterholen, ne? Wenn ich die so einfach da mit dem Speer. Erstmal mache ich jetzt uns ein Feuer wieder an. Junge, wie sich das anhört. Echt komisch, ne? Als wenn eine ganze Flut zustande kommt. So.
der letzte. Come on. Oder die letzte.